aber wäre ja auch anders nicht, also in der Wirklichkeit nicht anders. In der Anderskeit nicht wirklich. Ja. Doch. Das scheint Sinn zu ergeben. So, hier war doch gerade irgendwo noch ein Baumstamm, wo ich drüber gefahren bin. Genau. Hier ist nämlich noch einer. Dann rüste ich mal ganz kurz die Waffe aus. Gespeichert haben wir ja gerade. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen mal los. Hier war doch gerade. Genau, dieser seltsame Krater hier. Außer dass der Krater seltsam ist, gibt es aber glaube ich nicht. Nö. Ich guck mal ganz kurz, wir haben 26 Zähne. Würde ich gerne noch hier drauf packen. 26 Zähne, 26 Zähne. Lalalalalala. So. 1, 2, 23 sind wir dann bei, machen wir noch 10 weg, sind wir bei 13. Sind wir bei 87. So, klack und klack. Dann haben wir ja noch 6 Federn. Sind wir bei 81. Super. Jetzt schwingt das Ding aber. Kann ich eh nicht aufsammeln, aber ist feindliches Territorium, also muss ich vernichten. So, ich bin vor allen Dingen jetzt gerade auf der Suche halt nach irgendwelchen Höhlen oder sowas. Oder vielleicht halt auch Kräutern. Kräuter wären auch nicht schlecht. Deswegen bleibe ich mal so ran, im randnahen Gebiet, im Rand, Waldrand, waldrandnahes Gebiet. Doch, da gibt es. Und schaue mich hier mal ein bisschen um. Mit meiner vollen Rüstung bin ich jetzt eigentlich nicht. Ich könnte, aber ich denke mir, es reicht, wenn wir ein volles Fleischinventar haben. Wir brauchen deswegen den einen Pelz da jetzt nicht. Das Tierchen häuten. Ist auch recht voll mit diesen Tieren hier, gell? Überall eigentlich. Und ich mach gerade mal den Berg hier hoch. Weil ich mich wundere, was hier oben ist. Und ich sollte vielleicht ein bisschen Ausdauer aufbewahren, um vielleicht doch rennen, die Füße in die Hand zu nehmen zu können, Ich wundere mich gerade, wenn man jetzt mal rein, also wenn ich mir das Spiel programmiert hätte, würde ich sagen, ich hätte am höchsten Punkt der Map ein Barbarenlager errichtet, weil das ist ja so immer so was Heiliges, so hohe Punkte auf der Karte, denken sich die Bahn immer so, oh heilig, aber anscheinend nicht. Ich sehe gerade, wir haben da unten hier ist einer dieser Bäume, ne? Genau die meine ich. Solche Bäume gibt es glaube ich zwei oder drei Stück auf der Insel. Und es gibt auch Frösche, aber die kann man glaube ich nicht töten. Die kann man töten? Ich gucke mal, ob ich einen finde. Frosch. Na egal. Kann man glaube ich eh nicht töten. Und wenn man sie töten kann, kann man sie auch noch nicht aufsammeln. Also das ist noch nicht implementiert. Ups. Kann man hier eigentlich? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Kann man an diesen Bäumen? Nee, geht nicht. Okay. Das geht nicht. Ich wollte zu dem Hammer gucken, was das ist. Es hat mich jetzt gerade nur so gereizt, dass ich das hier gefunden habe. Darunter gehe ich nicht. Das kannst du vergessen. Der Hammer ist da unten. Gehe ich vielleicht doch hier runter. Das überleben wir doch nie. Alter! Eat. Ich hab gedacht, wir sterben elendig. Na gut.
Fehlen 7 Baumstämme. Interessant, okay. Stimmt, der Wolf muss uns sehr bequem machen mit so einer kleinen Hütte. Also die 7 Baumstämme von den 44 können wir auch schon mal vergessen, die machen wir momentan ja nicht. Was haben wir denn hier hinten jetzt? Und ich hatte mich auch nochmal im Multiplayer umgeguckt wegen den Haien. Und habe auch das Video mir nochmal angeschaut, dass die Haie sind echt kurz vor uns gespawnt. Die Aussage mit den, die waren noch 100 Meter entfernt und ich war tot, war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagt man halt so in der Eile des Gefechts. Und hier hat man letztes Mal ja gebaut, war ja auch recht ruhig hier eigentlich. Am Anfang war es ein bisschen, aber dann ging es ja eigentlich. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, wie viel von der Map ich wirklich kenne. Ich habe zwar ab und zu meine Wanderungen gemacht, so vor allem um die Insel herum mache ich gerne. Durch die Insel durch ist jetzt... Wir brauchen gerade wieder. Es tut mir leid durch, aber wir haben gerade ein bisschen verloren wieder. Ich mache mir mal ganz kurz... Was? Ich habe doch voll gehabt. ...2500 Blätter. Ja, es kann durchaus passieren, dass man bei Blättern mal langsam zu wenig hat. Nein. So, Moment, warte. Ich hab mal anders hingesetzt. Und auch der letzte noch. So. Hatten wir nur 4 oder hat er jetzt einfach, obwohl ich 4 hatte, nochmal gesagt, pff, ich hau noch was dazu. So, warte. Jetzt würde ich gerne noch mir mal ein bisschen von den, oh, 67 Kleidungen, geht auch gar nicht. So, machen wir uns mal ein bisschen Molotow hier. Achso, schon voll. Okay. Pedometer. Steps taken. Keep track of your steps. Ja, ob das jetzt so interessant ist, weiß ich nicht. Das ist für Multiplayer da. Man kann auch keine Bomben mehr bauen. Haben wir auch schon. 3 ist also Maximum. Wir haben echt eine ganze Menge Zeug dabei mittlerweile. Arrows könnte ich mir jetzt machen, habe ich aber nichts dabei. Mit Batterien kann ich nicht. Take can be used for crafting. Ui! So, das heißt aber auch wieder mit Lurchen. Ich habe, glaube ich, irgendwie die Batterien gerade bei der Taschenlampe ausgewechselt, bin mir nicht sicher. Wir haben aber sowieso genug und die Taschenlampe nutze ich sowieso selten. Weil die meiner Meinung nach zu viel Aussehen erregt. An der Oberfläche kann man sie ruhig nutzen, in Tunneln würde ich sie gar nicht nutzen, weil wenn du da einmal reinleuchtest und dann... Ich würde es mir zumindest so vorstellen, stell dir mal vor, da sind so 20 Leute und du leuchtest da freudestrahlend, wie du halt bist rein und dann denken sich alle, hey, Frischfleisch. Ja, und dann bist du auch ziemlich am Arsch. Ich würde mir zumindest, wie gesagt, vorstellen... Was ist das hier eigentlich? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass darauf alle reagieren. Wäre logisch. Was ist denn hier für eine komische Gegend? Das sieht doch fast schon so aus, als wenn es irgendwas beinhalten würde. Hier ist ein Teich. Ist im Gestein vielleicht wieder irgendeine Höhle oder sowas? Ich kann es nicht sagen. Hab mir halt vorgenommen, mit alles, was wir finden, so vielleicht Höhleneingänge oder irgendwelche besonderen Orte mit diesen komischen Sticks abzusticken, genau. Um zu wissen, wie wir da zurückkommen. Hier sieht ja ganz schön karg auf der Seite der Insel, ne?
Ob hier vielleicht die Einwohner so ein bisschen. Aber ne, jetzt ist. Ach ne, das Gras lädt einfach noch nach. Von hier sieht's karg aus, wenn man dann näher kommt, ist es immer noch karg. Ach so, okay. Ich weiß es gar nicht so, ob die Einwohner hier vielleicht gehaust haben und deswegen. Das sieht zumindest sehr nach Einwohnern aus, die ganzen Totems da unten. Irgendwie ist das, die Gegend hat was irgendwie. Deswegen gehe ich mal gerade diesen Weg hier lang. Was ist das denn? Leaf Collector. Ich habe gehört, dass es rote Büsche geben soll. Okay, die geben aber auch nichts Besonderes, außer einfach nur Blätter. Gut, dann... Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte gerade, dass der hinter dem Baum einer... Alter! Stopp, Moment. Okay, jetzt haben wir aber Besuch. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber wir haben Besuch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Verstärkung holt. Ich glaube, wir machen weiter. Wenn er sich doch von hinten anschleichen sollte, kriegt er auf die Fresse. Scheint aber schon weg zu sein, der Herr. Von den Barbaren habe ich jetzt, also, weiß nicht, nee, das sind ja die Kannibalen. Von den Kannibalen habe ich jetzt sowieso nicht so viel Angst, muss ich gestehen, weil die haben ja, soweit ich das gemerkt habe, keine Anführer oder so, die sind nur einfach diese Kannibalen halt. Deswegen ist es da nicht so schwer. Die meisten Schiss. Ah. Okay, die gelben Pilze doch mal nicht essen, da gibt es Unterschiede. Den meisten Schiss, muss ich gestehen, habe ich vor den Leuten mit Feuer, weil die können durch deine Rüstung durchschlagen und das finde ich mega ätzend. Da drüben, das sieht aus wie, da darf man noch nicht hin. Ich guck mal ganz kurz, aber ich glaube, das ist so eine Gegend, da darfst du noch nicht hin. Kommt bestimmt gleich eine Meldung, dass ich mein fettes Gesäß doch bitte hier wegbewegen soll. Nicht? Gehört die Gegend noch dazu? Ich mache mal ganz kurz ein Lagerfeuer. Hau ich mal ein Rät drauf. See. So. Die Gegend gehört noch mit dazu? Echt? Ich bin in die hergegangen, weil ich mir dachte, okay, das gehört nicht mehr dazu, aber wenn das dazu gehört. Müssen wir das gleich mal erkunden. Lalalala. Wir warten auf das Reh, köstliches Reh. Wollen wir noch mal schauen? Das gehört echt damit dazu? Wundert mich jetzt, weil dann wäre die Insel wesentlich größer, als ich angenommen habe. Weil... Ich hoffe, die Mikros sind nicht ausgegangen. Alter, guck mal, wie weit das hier noch geht. Das ist ja unklar. Das gehört alles dazu, echt? Könntest du ja hier genauso gut eigentlich eine coole Base bauen. Und ich glaube, also es sieht auch nicht so aus, als ob hier irgendwie eingeboren oder sowas wären, ne? Das sieht hier so, wisst ihr, wie so die Peaceful-Ecke aus. Interessant, gefällt mir hier. Das ist irgendwie so ein riesiger Hügel, ist das. Keine Barbaren, gar nichts eigentlich. Da muss ich mich später nochmal erkundigen.
Da möchte ich ungern runter, muss ich gestehen. Das sieht mir doch ein bisschen sehr steil aus. Hier nicht weniger. So, schauen wir nochmal, was hier ist. Ich glaube, wenn da jemand in so einem Tempo runterrennen würde, der würde sich sämtliche Knochen brechen. Aber unser Protagonist hier, der ist ja doch ein Held, der Typ. Deswegen kann er sowas. Ah, okay, hier geht's jetzt nicht weiter. Das da drüben ist dann diese andere Insel. Check back soon. Ich guck mal, ob man hier vielleicht irgendwas findet. Ich frage mich auch, wenn man jetzt einfach mal von Schwimm sitzt hier raus, ne? Manchmal hast du das Glück, du findest einfach keine Haie. Wenn man unendlich weit in diese Richtung schwimmt, kommt dann auch irgendwann dieses Area ist nicht für dich gedacht, oder hast du dann einfach schwimmst dann einfach so weit, bis der erste Hai kommt und du stirbst? Du könntest hier perfekt bauen eigentlich, weil hier nichts hinkommt. Hier ist eben keine Barbaren, gar nichts. Zumindest sehe ich jetzt keine momentan. Gut, du hast jetzt ja auch nicht viel, das ist natürlich eine sehr einöde Gegend hier, aber ich meine, es geht ja immerhin ums Überleben. Du musst in dem Sinne erstmal nachdenken, wo überlebe ich am besten. Wenn hier hinten natürlich die Barbaren überhaupt nichts sind und so, weil die hier hinten nichts finden, weil es ja jetzt hier so einöde ist, wenn die Gegend sowieso meiden, dann ist es doch perfekt, wenn du dich hier hinten aufhältst. Ah, aber du wirst wahrscheinlich das Problem haben, dass hier auch keine Lurche und sowas sind. Ich habe nämlich jetzt auch keine Tiere gesehen. Ja doch, nee, Rehe waren da. Aber auch nicht hier unten. Du wirst wahrscheinlich Nahrungsprobleme bekommen hier auf dem Teil des Gebiets. Deswegen sind die auch nicht hier. Könnte schwer werden. Könnte schwer werden. Bin ich jetzt schon im Wasser? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist doch Land, das kann auch... Natürlich. Ich will ungern ins Wasser, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt momentan so eine kleine Wasserphobie. Momentan, seitdem... Ist Wasser, okay. Hat irgendwie einen komischen Grafik-Fail. Keine Ahnung. Es wird jetzt auch Nacht, gell? Ach, da hinten ist eine Hütte von uns. Genau, hier sind wir jetzt die Schuhe gegangen, aber dachten, okay, da geht's nicht weiter. Dann mache ich jetzt mal C. Dann schlafen wir mal eine Runde. Dann schlafen wir noch eine Runde. Und es ist wieder Tag. Hi Sasa, es ist Tag. Super. Hier ging es ja nicht, genau, hier ging es nicht weit. Obwohl. Ah ne, es ist auch Wasser gewesen. Genau. Wenn ich da runterspringen würde, wäre ich wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit tot. Von Haien zermürchelt. Ich nehme mal ein Feuer mit, weil ich gerade zu wenig sehe. Ist noch sehr früher Morgen. Da muss man einfach mal mit einem Feuer vor die Tür gehen. Das geht jetzt nicht anders. Hier gibt es jetzt eine Menge Sticks. Aber wäre jetzt auch nichts, was ich gebrauchen könnte. Da strahlt wieder die Sonne aus dem Meer. Wie letztes schon. Hier waren wir ja schon mal. Bei den ganzen Büschen und so denke ich ständig, dass da irgendwie so eingeboren oder sowas stehen. Aber sind es meistens nicht. Wir sollten mittlerweile fast die Insel halb umrundet haben. Ich finde es halt schade, dass man die ganzen Sticks mitnehmen kann, dass man sich vielleicht so eine Schubkarre mitnehmen, also auch so ein Lockholder, bloß halt ein Stickholder. Ne, nicht ein Stickslied meine ich. Das ist einfach auch Sticks, sag mal, du kannst da... Ah, da war das Dorf. Hier ist auch ein Dorf. Hier ist ja auch ein Dorf. Schwarze Bären, kann man ja echt mitnehmen, die schwarzen Bären? Ich weiß es. Doch, kann man.
nehme ich die mal mit. Wechsle aber sofort wieder auf meinen Freund die Axt. Huch. Hier sind eine Menge Stricke, die ich aber leider alle nicht mitnehmen kann, weil ich sie momentan nicht verbrauchen kann. Hier ist ein Stein. Kann ich Steine mitnehmen? Steine kann ich noch mal mitnehmen. Scheint so ein Außenposten zu sein von denen. Bin mir jetzt da gar nicht so sicher. Was ist das denn? Oh, irgendwie so ein alter großer Stamm und scheint... Ich weiß nicht, ob diese großen Stämme dann vielleicht so Patrouillenposten von denen sind, wo die Patrouillen von denen langkommen. Ich glaube, es gibt insgesamt auf der Insel 3 oder 4 Patrouillen. Also viele sind es nicht. Aber so groß ist die Insel jetzt auch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich hier an der Stelle, die ich bei Herrn Onk im Let's Play gesehen habe. Was ja darauf hindeuten soll, dass wir gleich die Höhle erreichen, die ich suche. Also eine der beiden Höhlen, ich habe noch eine andere gefunden. Ich sollte vielleicht das Feuerzeug rausmachen. Ich equip einfach mal den so lang. Jetzt kann ich auch keine Steine mehr mitnehmen. Kann auch einfach ganz woanders sein. Das kann natürlich auch der Fall sein. Die Schlucht habe ich gerade so dran erinnert. Ist ja auch eine strange Gegend hier. Was? Nee. Ich will mal ganz kurz nochmal zu dem Dorf. Wenn ich es finde. Oh, sehr schön. Ich gehe hier doch mal weg. Ich habe jetzt doch keinen Bock, so mit so einer Dorfpatrouille zu kämpfen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Ich geh mal vorsichtig hier runter. Ich dachte, dass es vielleicht was ist, weil hier so ein Mahnmal ist, aber... Dies scheint nicht der Fall zu sein. Einfach nur wieder eine... Es gibt schon coole Orte hier, es sieht schon cool aus hier. Aber irgendwie... Moment. Nee. Das sind böse Beeren, die esse ich nicht.